Herzlich willkommen, hier ist User Paul mit dem Thema SD-Karte des Raspberry Pi sichern. Parts klonen. Die meisten werden schon mal etwas von Clonezilla gehört haben. Das ist eine Linux-Distribution, die zum Zweck des kostenlosen Klons erstellt wurde. Die Entwickler verwenden dort ein Tool namens Parts klonen. Es ist in der Regel nicht per Standard installiert, sollte sich aber in den Repositories der meisten Distributionen befinden. Ich kann es zum Beispiel so installieren: sudo apt-get install parts-clone. Enter, Passwort eingeben und warten, bis das Tool verfügbar ist. Der Nachteil an parts-clone ist, dass man nur Partitionen klonen kann. Der große Vorteil ist aber, dass parts-clone lediglich die benutzten Sektoren klont und den freien Platz gar nicht erst anfasst. Somit ist das Backup erstens kleiner und zweitens kann es wesentlich schneller sein. Zum Beispiel würde eine Sicherung der zweiten Partition so aussehen: sudo, dann partclone.ext4, das ist das Dateisystem, -c-s, dann kommt die SD-Karte, /dev, SDB2, also zweite Partition. Das ist die hier. Dann geht es weiter. Das Ganze wird weitergeleitet an je ZIP, um das Ergebnis zu komprimieren mit minus C9. Und das wird dann in eine Datei geschrieben, zum Beispiel SDB2 minus partsclone minus GZ. Enter und dann warten, bis das Ganze fertig ist. Der Befehl für die erste Partition lautet etwas anders, weil es sich hier um eine FAT-Partition handelt. Erwähnenswert ist in diesem Fall noch der Parameter minus C hinter GZIP. Minus C9 sagt aus, die bestmögliche Kompression zu nehmen. Datei ist kleiner, Backup dauert etwas länger. So gibt man ein sudo partsclone Punkt VFAT für das Dateisystem, für die Partition 1, minus C, minus S, /dev, /sdb1, weiterleiten an gzip, minus C9, und das wird dann in die Datei sdb1 minus partsclone.gz geschrieben zum Beispiel und Enter. Das Wiederherstellen würde für SDB2 so aussehen: sudo zget die Datei sdb2.partsclone .gz, das wird weitergeleitet an partsclone.ext4 minus R minus O und die SD-Karte /dev /sdb2. Partsclone lässt sich auch ohne Kompression einsetzen. Und so würde der Befehl aussehen, um SDB2 zu klonen. Und zwar sudo partsclone.ext4 minus C minus S /dev /sdb2 zweite Partition und minus O und dann kommt schon die Datei sdb2 minus partsclone zum Beispiel Punkt PCL. Wiederherstellen mit sudo partsclone Punkt ext4
-r-s die Datei sdb2-partclone.pcl -o und die SD-Karte -dev-sdb2. Partclone ist etwas mehr Arbeit, aber mein Abbild mit DD war immerhin über dreimal so groß wie die unkomprimierte Version von Partclone. DD ist die narrensichere Methode, weil dieses Tool einfach alle Partitionen und den Datenträger komplett klont. Bei Partclone musst du aufpassen und unter Umständen das Layout des Datenträgers berücksichtigen. Es schadet sicher nichts, für jedes Backup mit Partclone ein Screenshot des Datenträgers mitzusichern. Zum Beispiel sudo cfdisk-dev-sdb und davon einen Screenshot machen. Wenn du die Abbilder auf einen anderen Datenträger klonst, kann es bei DD zu einem Fehler kommen, wenn der neue Datenträger kleiner ist als der alte. Probiere die SD-Karte trotzdem aus. DD wirft den Fehler erst am Ende und sollte der Datenträger nicht komplett voll gewesen sein, sind wahrscheinlich trotzdem alle Daten vorhanden. Mit Partclone kannst du auch auf kleinere Partitionen klonen, solange genug Platz für alle Daten vorhanden ist. Der entscheidende Parameter hierfür ist -c. Wenn du damit experimentierst, ist es sicher am Anfang nicht verkehrt, eine Sicherung mit beiden Methoden DD und Partclone durchzuführen. Das erhöht die Chancen einer erfolgreichen Wiederherstellung. Weitere Hinweise: Wenn du andere Datenträger mit Partclone sicherst, musst du den MBR mittels DD wegsichern, da Partclone dies nicht übernimmt. Es sichert lediglich Partitionen. Das könnte zum Beispiel so aussehen: sudo dd if, dann kommt der Datenträger, zum Beispiel /dev/sda, dann bs ist gleich 512 Byte, dann count ist gleich 1 und dann kommt off ist gleich die Datei, zum Beispiel mbr.img, die Image-Datei. Im Falle des Raspberry Pi ist das nicht notwendig. Die Firmware des kleinen Rechners sucht die Datei bootcode.bin auf der ersten FAT32-Partition. Die normale Prozedur über MBR fällt somit flach. Du siehst, dass man verschiedene Abbilder vorhalten und diese nach Bedarf schnell auf den Raspberry Pi einsetzen kann. Man braucht keine XSD-Karten, sondern nur einen vernünftigen Backup-Plan. Das war User Power from Screencast. Ciao und viel Glück.